Hallo zusammen, hier ist wieder euch, La, und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, oder besser gesagt um mehr Erfolge, hier auf der Dunkelmond-Jahrmarktinsel. Und zwar sind hier mit Patch 9.2 einige neue Erfolge reingekommen. Und alle diese Erfolge spielen sich um ein neues Gebäude. Und das haben wir einmal hier auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt auf den Koordinaten 51, 74. Das ist so ein kleines Tanzstudio, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und da können wir nicht direkt reinfliegen, wie ihr seht. Also da kommen wir nicht rein, sondern wir müssen mit dem Typen hier quatschen. Und dem geben wir so ein paar Spiel-Tokens. Und wenn wir die abgeben, dann können wir halt auswählen zwischen einer leichten Schwierigkeitsstufe, einer mittleren, würde ich jetzt mal dazu sagen, und einer schweren Schwierigkeitsstufe. Für diese verschiedenen Stufen gibt es dann jeweils ein paar Folge. Und ja, ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr auf den Dunkelmond-Jahrmarkt kommt. Erstmal solltet ihr wissen, Dunkelmond-Jahrmarkt beginnt immer am ersten Sonntag eines Monats. Heißt, erster Sonntag im Monat ist jetzt hier im März der 6. und geht dann genau eine Woche. Heißt, wir können dann wieder bis Samstag 0 Uhr das machen und um Sonntag 0 Uhr beginnt das Ganze quasi. Gut, dann schauen wir mal, wo der Dunkelmond-Jahrmarkt zu finden ist. Wir müssen einmal hier als Allianzler nach Goldshire, da ist hier das Portal, das seht ihr auch einmal auf der Map angezeigt. Und als Hordler ist es unter Thunderbluff und zwar hier irgendwo in der Nähe. Dann schauen wir mal rein, was es für Achievements gibt. Und zwar sind es insgesamt 9 Stück. Wir haben einmal Schüttel deinen Speck. Da muss man einfach einmal dieses Tanzstudio erfolgreich abschließen. Dann haben wir Taktgefühl. Da muss man die leichte Schwierigkeitsstufe einmal mit einer perfekten Punktzahl abschließen. Da werden wir uns gleich angucken, was eine perfekte Punktzahl ist. Dann Du bist der Hammer. Dafür müssen wir die mittlere Schwierigkeitsstufe mit der perfekten Punktzahl abschließen. Dann haben wir hier perfekte Performance. Da müssen wir die schwierige Schwierigkeitsstufe mit einer perfekten Punktzahl abschließen. Dann haben wir Rampensau, da müssen wir das Ganze 10-mal machen, die schwierigste Schwierigkeitsstufe. Und dann habe ich hier unten, die werden wir uns jetzt gleich zusammen angucken, Rhythmus im Blut. Da müssen wir dann die leichteste Stufe 10-mal abschließen. Dann haben wir glühende Sohle, da müssen wir die mittlere Stufe 10-mal abschließen. Und dann müssen wir insgesamt 30 Spiele mit einem perfekten Score abschließen. Also sprich, oder nee, das braucht sogar gar keinen perfekten Score, aber wir müssen halt 30 Spiele erfolgreich abschließen. Heißt, wenn ihr 10 perfekte abschließt, in leicht, schwer und mittel, dann habt ihr eigentlich alle Achievements. Ja? Um es kurz zu machen, sind insgesamt 9 und das hier ist dann noch Tanzmaschine, das Meta-Achievement. Da muss man quasi die 3 verschiedenen Schwierigkeitsstufen A 10 Kämpfe haben. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Übrigens, die Spieltjoste, die kriegt ihr hier auf der anderen Seite von der Dame hier, der Trixie. Dann könnt ihr euch den kleinen Sack oder kauft euch besser den großen Sack, weil ihr werdet da einige Tries drin rumhampeln. Kaufen, Sack aufmachen, dann gibt es diese Tokens hier und mit denen können wir quasi dann immer hier weiterspielen. Ihr braucht halt ein bisschen Gold, aber sonderlich teuer sind die nicht. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die leichte Schwierigkeitsstufe an. Und hier ist es jetzt so, dass wir einmal in das Gebäude reinkommen und jetzt müssen wir uns Farben merken. Und hier unten seht ihr, haben wir Buttons und die müssen wir drücken. Jetzt geht es dann gleich los und zwar müssen wir uns 3 Farben merken leicht. Blau, lila, gelb. Ja? Und die drücken wir jetzt. Blau, lila, gelb. Und dann haben wir die erste Punktzahl, die abgeschlossen. Ziel ist es, den Balken komplett hochzufüllen. Dann kommt das nächste. Blau, lila, gelb. Blau, lila, gelb. Das war jetzt, glaube ich, das gleiche. Also ihr seht, die Einführungsschwierigkeitsstufe ist relativ simpel. Dann haben wir als nächstes gelb, lila und gelb. Gelb, lila und gelb müssen wir drücken. Und ihr seht, oben gehen die Punkte immer ein bisschen weiter hoch. Ne? Also es deckt sich so ein bisschen nach oben. Dann haben wir lila, gelb, lila. Lila, gelb, lila. Steht da schon legendär dran. Eins, wo man müssen wir jetzt, glaube ich, noch spielen. Gelb, lila, blau. Gelb, lila, blau. Und da seht ihr, ist die Punktzahl komplett voll. Und dann habe ich damit auch das Achievement ertanzt. Ich habe halt davor schon 9 Kämpfe vorbereitet und jetzt seht ihr, das war die leichte Schwierigkeitsstufe. Die ist überhaupt kein Problem. Ja, damit haben wir jetzt sowohl die 30 insgesamten Kämpfe fertig und die 10 leichten nochmal.
Die 10 schweren habe ich ja schon absolviert. Jetzt schauen wir uns die mittlere Schwierigkeitsstufe an. Da habe ich auch schon 9 von 10 vorbereitet. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt bei der mittleren Stufe nicht. Die ist ein Ticken schwerer. Da müsst ihr euch jetzt nämlich schon 4 Dinger merken. Und die Schwere zeige ich euch danach auch noch. Aber die ist tatsächlich echt ein bisschen tricky. So, also jetzt geht's hier wieder los. Das Ganze ist auch ein bisschen schneller, werdet ihr gleich sehen. Also gelb, blau, lila, gelb. Gelb, blau, lila, gelb. Ich sag mir das halt selber vor, dann finde ich es ein bisschen einfacher tatsächlich zu merken. Gelb, blau, gelb. Was jetzt habe ich? Gelb, blau, gelb, lila war es, glaube ich, ja. Jetzt wäre ich fast rausgekommen. Ihr seht schon, aber muss man konzentriert bleiben. Gelb, lila, gelb, blau. Gelb, lila, gelb, blau. Kommt das nächste. Blau, gelb, blau, gelb. Okay. Blau, gelb, blau, gelb. Wenn das so die gleiche Reihenfolge ist, finde ich persönlich immer relativ einfach zu merken. Wenn das so ganz wild durchgemixt ist, dann wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Dann haben wir das letzte. Gelb, blau, lila, gelb. Gelb, blau, lila, gelb. Und dann haben wir auch das fertig. Und ihr seht, das war relativ einfach. Damit habe ich jetzt auch meine 10 mittleren Kämpfe abgeschlossen. Und da ich die leichten ja eben gemacht habe und vorher schon die 10 schweren, sind wir damit tatsächlich fertig. Mehr ist es eigentlich nicht. Es ist halt, sind halt nur einige Skitanze. Wir können uns jetzt noch einen schweren angucken. Ehrlich gesagt habe ich da ziemlich gestruggelt bei den schweren Kämpfen, mich da reinzufuchsen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einen schweren an und seht ihr mich vielleicht auch mal ein bisschen versagen. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Ganzen. Also, jetzt seht ihr, das Schwere wird nämlich ein gutes Stück schneller und jetzt sind es 5 Farben, die ihr euch merken müsst. Denkt, nicht das Problem, aber kann tricky werden. Lila, gelb, blau, gelb, blau, lila, gelb, blau, gelb, blau. Also das ging jetzt noch, aber ihr seht, das ist jetzt schon wesentlich schneller, das Ganze. Einmal das nächste. Gelb, blau, lila, blau, lila, gelb, blau, lila, blau, gelb, oder? Nein, jetzt habe ich schon verkackt, seht ihr? Also das, jetzt gehen wir mal raus hier. Ich habe ja eh das Achievement jetzt schon fertig. Aber ihr seht, da wird es dann richtig, richtig schnell. Gut, dann sind wir durch mit dem kleinen Achievement Guide. Also wie gesagt, einfach hergehen, Spieltaste kaufen. 10-mal das leichte mit perfekter Zahl, 10-mal das mittlere und 10-mal das schwere. Wenn ihr es einmal verkackt habt, dann könnt ihr quasi keine perfekte Punktzahl mehr erreichen. Und dementsprechend könnt ihr direkt rausgehen. Also da gibt es noch einen extra Button, wo ihr rausgehen könnt. Habe ich ja jetzt gerade beim Schweren gezeigt, wo ich es quasi verkackt habe. Gut, alternativ, vielleicht wenn euch das hilft, ihr könnt euch auch hier einmal im Chat das mittippen, wenn ihr jetzt eure Zahlen habt, 1, 2, 3 und ihr macht das und ihr schnell genug seid, könnt ihr sagen 1, 2, 3, 1, 3 oder irgendwie so und dann danach das quasi in den Chat posten und dann habt ihr die Zahlen und das nochmal danach, wenn ihr quasi in der Reihe seid, das nachtippen. Ich persönlich war dafür zu langsam. Mit dem Merken ging es bei mir besser. Ich habe aber bei den Schweren schon ein paar mehr Tries gebraucht tatsächlich. Gut, damit wären wir mit dem kleinen Achievement Guide durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen, dass ihr euch insgesamt hier 9 Achievements erspielen könnt. Damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis dann. Ciao.